Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Sendung mit Mr. Raw und Gulce. Hi Gulce, schön, dass du da bist. Wie geht's? Alles klar? Alles cool. Und Moritz. Hi. Wir haben mal wieder ein Testimonial dafür, dass Haare tatsächlich nachwachsen kann. Was, wenn ich euch sage, dass die ganzen Haartransplantationen, die ganzen Alpizins und das ganze Zeug, was ihr da versucht äußerlich anzuwenden, nicht die Lösung ist, sondern die Ursache innen liegt an Übersäuerung, an Nährstoffmängeln und Defiziten, die man unter anderem mit diesen wunderbaren Produkten, aber einem Produkt, das wir designt haben, speziell um neue Haarwachstum anzukurbeln, nämlich New Hairs, wieder ausgleichen kann. Würdet ihr das glauben? Was sagst du dazu, Moritz? Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor, dass wir einfach keine Nährstoffe mehr haben, keine Vitalität mehr im Körper, um diese Haare nachzubilden. Allerdings gibt es da auch noch Themen dahinter, auf die ich dann nochmal zu sprechen kommen möchte, nämlich die Psychosomatik. Was ist denn eigentlich die Ursache dafür, geistig gesehen, wieso ich jetzt diesen Haarausfall habe? Aber wenn ich mit einem ganzheitlichen Konzept, wie wir das anbieten mit unserer Haarkur, das aufarbeite, besonders auch mit dem New Hairs, denn da ist ja Boxhornklee drin, der ja in mehreren Studien schon ganz rational nachgewiesen hat, dass er nach einer Woche Einnahme, Weiß ich nicht mehr die Zeit, aber 90%. 90% des Haarausfalls ist komplett gestoppt. Der Haarausfall ist erstmal gestoppt, sprich, euch fallen die Haare nicht mehr aus und dann mit natürlich neuen Nährstoffen, die ihr dann zugeführt bekommt, die euer Körper schon teilweise seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen hat, freut er sich dann natürlich beispielsweise in dem Chlorella über das viele Chlorophyll und fängt dann auch an, langsam wieder Haare nachwachsen zu lassen. Und wir haben da tatsächlich jetzt schon mehrere Leute mit sehr, sehr fixen und schnellen Ergebnissen. Einer davon, der das tatsächlich am eigenen Leib gespürt hat, ist Gulce. Schön, dass du da bist, Gulce. Ich freue mich auch, hier zu sein. Du hast tatsächlich dir gedacht, hey, ich habe da so ein Video von David gesehen. Gell? Oder erzähl mal, wie war's? Das hat so angefangen. Ich erzähle mal auch die Geschichte davor. Ich hatte einen Haarausfall, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Und meine Mutter hat es dann halt bemerkt, auch meine Geschwister und so. Aber man will es ja natürlich am Anfang nicht wahrhaben. So man sagt, nein, ich habe kein Haarausfall, das sieht nur so aus. Und mit der Zeit wurde es dann halt schlimmer und schlimmer. Erstmal nur im Hinterkopf, da habe ich mir auch nichts Böses erstmal gedacht. So, ich habe es halt einfach so getan, als ob ich es nicht wahrnehme. Und irgendwann dann habe ich bemerkt, auf Fotos und so, als ich noch in den Spiegel geguckt habe, als das Licht direkt draufgestrahlt hat, dass etwas größere Lücken sind, vor allem dann hier vorne so in diesen Bereichen. Und dann natürlich, man guckt sich im Internet irgendwelche Sachen an, sehr viel, man googelt. Und dann bin ich auf diesen Fanus gestoßen, der war ja auch einmal bei dir. Richtig, ja. Und dann habe ich gesehen, dass er bei dir ein Interview gemacht hat. Dann habe ich mir dieses Interview halt angesehen mit dem ganzen Zeolith, Chlorella-Algen, dies, das. Und dann habe ich dich auf Instagram angeschrieben, weil es ja dann zu viel wurde mit dem Haarausfall und dann bin ich halt dann zu dir gekommen. Richtig. Du bist vorbeigekommen, wir haben dir eine Haarkur zusammengestellt, diese Haarkur werden wir drunter verlinken. Natürlich ist es ideal, es zu machen wie Gulce, zu mir zu kommen und sich erstmal scannen zu lassen. Ich habe ein Gerät, das nennt sich Vieva, das ist eine Skalarwellenmesstechnik, mit der wir 200 Parameter, also Magnesiumwerte, Darmfunktion, Leberwerte, all das erörtern können und dann gezielt genau das geben, weil ihr Supplement Zink oder Biotin oder irgendwelche Sachen für die Haare und meint, ihr braucht es oder es kommt an, aber ihr nehmt es und es kommt gar nicht in der Zelle an, weil der Weg bis dahin verschleimt ist, weil die Nährstoffaufnahme gehemmt ist etc. Das haben wir gemacht, wir haben dich durchgescannt, haben dir einen Plan geschrieben, personalisiert und den hast du wirklich, muss ich dich wirklich loben, sehr, sehr vorbildlich umgesetzt. Das heißt, du hast ihn sehr, sehr strikt und streng umgesetzt und der Plan hat unter anderem eine vegane Lebensweise beinhaltet. Wie war das für dich? Also auf jeden Fall, die Umstellung war sehr schwer, da in meiner Familie ist halt so, wir essen sehr, also schon etwas mehr Fleisch und viel Brot und so. Und da war es dann halt schwer, die ersten 2 Wochen sich so umzustellen. Aber ich glaube, je mehr Zeit vergangen ist, desto einfacher wurde es dann. Irgendwann war es dann halt wie eine Aneignung. Ich habe es einfach direkt gemacht, als ob es im Kopf ist. Du stehst morgens auf und du machst dann alles und so. Und hast du noch was vermisst dann an den ungesunden Sachen, wie zum Beispiel Fleisch? Ich habe dir gesagt, glutenhaltiges Getreide weglassen, Zucker weglassen, diese ganzen Sachen. Hast du stark vermisst oder wie lange hast du es vermisst? Ich habe es, sagen wir mal, ich muss ehrlich sein, Fleisch habe ich sehr lange vermisst. Mhm. Aber so Sachen wie Süßigkeiten, süße Getränke, das war dann halt nicht das Problem. Und da bin ich auch jetzt so eher so, brauch ich nicht halt. Cool. Also ich habe mich davon sozusagen abgewendet. Perfekt. Du hast auch morgens jeweils eine Superfood-Routine genommen und besonders ein Produkt namens New Hairs. Das ist ein Produkt, was wir speziell konzipiert, damit die Haare nachwachsen. Wie waren die Effekte und wann hast du gemerkt, ey krass, ich fall wirklich wegen der Haare aus. War das schon nach Wochen? War das schon nach Tagen? Wie lange hat es gedauert? Also bei mir war es so, ich habe halt immer bemerkt, wenn die Haare ausgefallen sind, wenn ich meine Haare gekämmt habe, zu dieser Zeit waren ja meine Haare kurz, aber dann habe ich es halt bemerkt, direkt nach 2 Wochen,
dass wenn ich durch meine Haare so gewischt habe, sozusagen, sind gar keine Haare erst runtergefallen. Ich bin auch mit dem Kamm dann so durchgegangen, so halt auch, wenn sie ein bisschen kürzer waren, aber da sind auch halt keine Haare stecken geblieben. Und das hat dann, glaube ich, so nach 2-3 Wochen hat der Haarausfall sozusagen komplett sogar aufgehört. Wahnsinn. Wie gesagt, er hat es, also es, ich habe ihn, er hat mich gefragt, wie lange dauert es da? Wie lange dauert es? Er sagt, ey Gulcha, das hängt davon ab, wie ernst du das nimmst. Weil wir haben einen Plan, der sehr streng ist, mit morgens Zeolit trinken, was den Darm erstmal reinigt und wichtige Mineralien reinbringt. Dann dazu Chlorella nehmen, was die ganzen Sachen hat, die ihr isoliert kauft für die Haare. Biotin, Q10. Was glaubt ihr, wo das alles herkommt? In dieser Alge ist es alles beheimatet. Hier sind essentielle Aminosäuren drin. 60% Eiweiß, so viel hat Eiweiß hat kaum eine andere Pflanze. Also wir haben hier alles drin. Wir haben Omega-3-Fettsäuren und viel Chlorophyll sowie Magnesium und andere wichtige Nährstoffe. Also eigentlich alles an Komplex. Mit diesen Basics, den und natürlich noch dem New Hairs, kann man schon wahre Wunder erleben. Du hast ja eigentlich auch nur die drei genommen und ich glaube Vitamin C und D3. Was war noch dabei? Also einmal das Zeolit, die Chlorella-Tabletten, New Hairs, Vitamin D3 plus K2 war das. Mhm. Habe ich noch etwas genommen? Nicht, dass ich was vergessen habe. Ich glaube, das war schon. Entweder Vitamin C noch oder ich habe dir morgens empfohlen, jeden Morgen Zitronen und Apfelessig zu trinken. Ja, Zitronen und Apfelessig war auch dabei, habe ich meistens in den Salat getan. Aber Vitamin C war halt aber nicht dabei, nein, das war nicht. Aber sonst der Rest war halt dann das alles, was ich genannt habe. Ja. Fantastisch. Und ihr seht, mit einem solchen Präparat schon so viel abzudecken, ist ein Wunder. Wie ist es biochemisch möglich, dass es wirklich so viele Vitalstoffe hat, so eine Alge, die sieht so harmlos aus? Ja, ganz einfach, das liegt einfach daran, man könnte jetzt sagen, ja, ich esse ja viel Gemüse oder so. Das Problem ist halt, die Böden beim Gemüse sind nicht mehr so optimal. Wir können nicht mehr alle Nährstoffe daraus ausnehmen. Erstens, weil unser Darm so schlecht ist, da arbeiten wir mit dem Zeolit. Und zweitens sind eben die Böden von den Mineraliendichte, von der Art, wie es angebaut wird, von der von allem, wie es heutzutage in der industriellen Landwirtschaft gemacht wird, einfach inoptimal, um wirklich sich damit zu versorgen. Besonders bei diesen Mikroalgen ist, sie wachsen im Wasser, in Bergquellwasser, in einem geschützten Glasröhrensystem, sodass keine Schadstoffe von außen rankommen können. Es ist ein natürliches Lebensmittel, was nicht gezüchtet, verzüchtet wurde, sondern seit Jahrmillionen so existiert. Es ist nur, es sieht aus wie Tabletten, er hat es jetzt auch Tabletten genannt oder Presslinge, aber eigentlich ist es nur Pulver, also wirklich diese Alge, eine Alge ist so mikroskopisch klein, dass es Pulver ist, wenn man es trocknet und das ist dann einfach in diese Form gebracht, sodass man es angenehm essen kann und die meisten Leute, also bei mir war es anfangs so, anfangs hat es ganz leicht fischig geschmeckt, das geht aber mittlerweile weg, das hat dann auch was mit der Entgiftung zu tun, denn das Fischige, was ihr schmeckt, sind eigentlich die eigenen Schwermetalle, die gelöst werden und das schmeckt dann anfangs ein bisschen komisch, aber die meisten mögen es sogar sofort und das kann man eigentlich als normalen Snack nehmen. Das ist auch immer das, wozu ich appelliere. Es ist nicht so als Ding sind, wie als würde ich jetzt zum Arzt gehen, weil der Arzt, der gibt euch irgendwas, das müsst ihr dann halt nehmen und dann wird es besser oder eben auch nicht. Es ist halt immer so ein Geschäft mit dem Teufel, sag ich mal. Und wenn ihr hier sowas nehmt, dann ist es eher eine spaßige Sache. Wichtig ist, eine Konsequenz reinzubringen, sprich, ich mache das jeden Tag, aber nicht zu strikt von wegen, ich habe es jetzt nicht um 9 Uhr gemacht, oh je, einfach fließen lassen, dann mache ich es um 10 Uhr. Es ist was ich mir selbst zu eigen machen möchte, was ja selbst meine Mission ist, das umzusetzen. Deswegen bleibe ich da ganz locker, mache es jeden Tag, aber es liegt mir trotzdem am Herzen, es zu machen. Und ich glaube, da gibt es auch jetzt schon, wie gesagt, viele Erfolgsstories und wir haben da super Pakete zusammengestellt. Ganz genau. Und einer Erfolgsstory ist Gulcha, deswegen wollen wir auch gleich mal mit den Haaren loslegen. Du hast Fotos gemacht, das rate ich euch immer, dokumentiert die Sache, macht Fotos unterm Kopf, vorher, nachher. Wir fangen mal mit dem ersten Bild an. Kannst du dich gerade noch erinnern, was ist das erste Bild? Ich glaube, das erste Bild war, da habe ich extra das Bild unter dem Licht gemacht, also in der gleichen Position wie damals, als ich den Haarausfall bemerkt hatte. Und da habe ich dann bemerkt, dass hier und hier, also die Haare allgemein sind dunkler geworden. Und es sah auch so aus, als ob diese und diese Stelle sich komplett verdeckt hatten. War fürs Erste nicht so, aber es sah halt so aus, da die Haare viel dunkler geworden sind. Das war schon nach welcher Zeit jetzt das Erste? Das war nach 2 Wochen, glaube ich. Nach 2 Wochen. Ja, also in den ersten 2 Wochen, da war es so, die Haare sind gar nicht erst ausgefallen. Und die Haare sind dunkler geworden. Und nach diesen 2 Wochen hat es dann halt ein bisschen gedauert, bis die Haare auch ein bisschen länger geworden sind. Ich hatte sie ja gekürzt zu dieser Zeit. Und dann hat man halt gesehen, ich hatte schon einen sehr, sagen wir mal, einen starken Haarausfall, nicht so wie der Fanus es damals hatte, denke ich mal. Und ich hatte so lichtes Haar und was aber wichtig hier ist, der Haarausfall hat ja komplett aufgehört. Und es gab auch kleine Stellen, sagen wir mal, hier gab es so Linien, die ich bemerkt hatte, da war es so hell, die sind dann dunkel geworden halt. Da sind halt kleine Haare gewachsen. Und dann ging es halt so weiter, 2 Monate waren vergangen und je länger die Haare wurden halt, desto, sagen wir mal, desto schlechter kamen mir die Haare vor. Die sind ja länger geworden und die Stellen da
Die waren halt besser zu sehen, sagen wir so. Und ich glaube dann so, jetzt in den letzten 4 Wochen habe ich dann bemerkt, okay, ich habe so Fotos gemacht. Damals mit meinem Vater habe ich ein Foto gemacht. Das war ja auch das Foto, also das war der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann hierher gekommen bin. Und da war hier vorne dann die Lücke sehr groß. Und dann habe ich meinem Freund mal an einem Tag gesagt, lass mal ein Foto machen, genau in dieser Position, wo die Sonne auf uns nach vorne scheint. Und da war das dann halt nicht mehr so zu sehen. Ganz genau. Also, Hast du die beiden Fotos noch? ja, die beiden Fotos habe ich Dann noch. stelle ich sie jetzt hier noch zum Vergleich rein, damit man, weil ich finde, man sieht ganz klar den Unterschied. Und was man auch noch sieht, es ist ja nicht nur eine Kur für die Haare, Leute. Ihr revolutioniert damit euer ganzes Leben. Eure ganze körperliche Gesundheit nimmt zu, weil diese Sachen natürlich viele Prozesse in Gang bringen. Was waren die ersten Effekte, die du gemerkt hast? Hast du abgenommen? Wurdest du klarer im Kopf? Bessere Verdauung oder alles gleichzeitig? Also, die wichtigste Sache, also wo ich gedacht habe, okay, das ist auch sehr krass, was passiert ist, das war halt diese Lebensumstellung, halt dieses morgens aufstehen und so. Zum Beispiel, ich bin morgens früh um 7 Uhr aufgestanden, halt wir hatten eher diese Corona-Probleme und wir sind nicht zur Schule gegangen und ich bin trotzdem um 7 Uhr morgens aufgestanden. Und das war schon ein ausschlaggebender Punkt für den ganzen Tag, wie ich mich dann gefühlt habe. Ich war den anderen sozusagen um paar Stunden voraus, aber diese paar Stunden haben dein Leben im sehr großen Stil verändert. Und das hatte mir mein Onkel auch immer gemeint, ich stehe früh auf, aber ich habe es nicht so. Ich habe immer so nachts sehr lange gesessen, Netflix geguckt und dann war ich halt, habe ich lange geschlafen und so. Und dann nach diesem Zeolit und so habe ich gemerkt, auch die Verdauung ist besser. Also wenn man auf die Toilette gegangen ist, dann war das nicht so, sagen wir mal, schwergängig, sagen wir so. Ich habe abgenommen auch. Ich wog als diese Kur habe ich angefangen, als das Ganze mit dem Corona angefangen hat. Und da wog ich 90. Und nach den 3 Monaten, also genau nach den 3 Monaten, wog ich 73. Wahnsinn. Also das war halt so viel. Also das war auch persönlich für mich ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich zugeben. Leute, die ich kannte, die waren so erstaunt, die konnten nicht glauben überhaupt, dass sie so viel abgenommen haben. So wirklich richtig baff waren die. Und dann gab es auch Leute, wo ich mir gedacht habe, wird er mich jetzt auf der Straße bemerken? Bin ich das? Und nicht mal die haben mich erkannt. Halt, das war so viel abgenommen. Und das war halt auch gut. Ich habe sozusagen zwei zu dem Preis von einem bekommen. Also ich habe auch abgenommen, Ganz was ich eh genau. wollte. Und mir sind auch neue Haare gewachsen. Ganz genau. Wie erklärst du dir das, dass man abnimmt, mehr Vitalität hat, weniger Schlaf braucht, einfach ausgeruhter ist? Er hat einen klaren Kopf, hat er mir auch zwischendurch mal erzählt. Wie erklärst du dir sowas? Ja, einfach, wenn man schon mal früh aufsteht, ist es schon mal, ich gehe mit dem Biorhythmus, ich stehe morgens auf, meine Hormonproduktion funktioniert besser. Dann natürlich, wenn ich den ganzen Mist weglasse, wie Milchprodukte, Getreide, schlechtes Fleisch und so, dann habe ich einen riesigen Hormoncocktail auch meinem Körper gespart. Ich habe verschiedene Transfettsäuren in meinem Körper gespart, die extrem aufwendig sind, wieder zu verstoffwechseln oder aus dem Körper rauszubringen, die sogar Krebs verursachen. Ich habe weniger Zucker, der eigentlich wirkt wie Koks wirklich. Ich habe das in letzter Zeit jetzt mal wieder ausprobiert. Ich habe in letzter Zeit wirklich einige Mengen an Zucker gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach, um mal wieder ins echte Leben reinzukommen, wie es denn überhaupt ist. Und ich muss euch wirklich sagen, ist es wie eine Droge. Man nimmt das und du brauchst dann wirklich den ganzen Tag Zucker, um auf diesem Level zu bleiben. Und allein, wenn man das schon mal rausnimmt, ist man eben viel entspannter. Dein Insulinspiegel geht nicht so, sprich, dass du die ganze Zeit diese Cravings hast, weil dein Energiespiegel so abfällt. Dann esse ich wieder Zucker, mein Energiespiegel geht so hoch, dann geht es wieder runter. Dadurch hat man einfach auch eine konstantere Energie. Wenn dann eben man weniger Zucker isst, funktioniert auch die Insulinproduktion besser, man kann besser wieder abnehmen und all solche Geschichten. Aber was ich jetzt nochmal zum Haarausfall sagen möchte, auch wieso das aufhört, natürlich. Diese Pflanzen geben natürlich immer Impulse dazu. Aber mit was man sich auch immer beschäftigen sollte, wenn man bei einem die Haare ausfallen, sind die psychosomatischen Themen dazu. Also die Psychosomatik ist ja, wie die Psyche praktisch den materiellen Körper beeinflusst. Und da die Psyche ja eine feinstofflichere Ebene ist, jetzt als der materielle Körper, manifestiert sich es von der Psyche in den materiellen Körper runter. Und da ist eben das Thema mit Haare entwurzelt sein, also von wegen keinen Halt mehr haben im Leben, keine ja, Verbindung, keine Wurzeln. Oder was es noch war, die Haare stehen auch immer für das Alte. Wenn ich lange Haare habe, habe ich sehr viel Altes bei mir. Und wenn ich damit nicht unbedingt abgeschlossen habe, das nicht für mich geklärt habe, wenn ich dann nicht, ich sag mal, im Reinen mit mir bin, das für mich geklärt habe und gesehen habe, okay, das und das war das Thema da war ich emotional beteiligt daran, dann ist es schwierig. Bei Frauen zum Beispiel hilft es auch manchmal, habe ich jetzt schon selber erlebt, dass wenn sie lange Haare haben und Haarausfall haben, dass sie sich ein Stückchen abschneiden. Zum Beispiel, wenn die Haare gefärbt wurden oder so, ist ja auch immer gerade ein Bruch im Leben oder sowas, da ist ja irgendwas passiert. Bis dahin abschneiden und dann kann das auch schon helfen tatsächlich.
drastisch, super. Danke noch für diese Ergänzung. Also auf körperlicher und auf geistiger Ebene gilt es, sich zu verändern. Wir sehen es an Gulca hier, der wirklich eine sensationelle Entwicklung hingelegt hat. Jetzt sind es gerade 3 Monate her, seitdem du angefangen hast? Ja, 3 Monate und 2 Wochen jetzt genau, sagen wir so. Ganz genau. Und ihr habt ja anhand der Bilder gesehen, er hat wirklich sich transformiert. Falls ihr Interesse an so einer Transformation habt, entweder kommt ihr bei mir in die persönliche Beratung nach Frankfurt oder ihr holt euch hier drunter unter dem Video, haben wir das komplette Bundle mit einem Plan, mit einer detaillierten Tagesstruktur, wo dann auch alle anderen Sachen drin sind, wie Bewegung oder wie Erdung. Ja? Wenn man wieder barfuß läuft auf einer Wiese, dann gibt man diesen ganzen Elektrosmog, die ganze Strahlung, die ganze Spannung ab. Man entlädt sich und man lädt sich mit negativen Ionen und Elektronen aus der Erde auf. Und so Sachen hatten wir auch eingebaut. Bewegung an sauerstoffreicher Luft, Wind, Wetter, Sonne. Das gehört alles dazu, Leute. Ihr könnt so viel Haartransformation machen, wenn ihr wollt, wie ihr wollt. Wenn ihr nicht nachhaltig euer Leben umstellt, dann wird das nicht bleiben. Wie ist jetzt nochmal abschließend deine Einstellung zum weiteren Leben? Hast du das jetzt nur als Kur gesehen? Übernimmst du viele der Sachen? Wie ist jetzt dein Gleichgewicht, das du für dich gefunden hast? Also bei mir ist auf jeden Fall so, wichtige Sachen, die ich dazu genommen habe, ist als zum Beispiel, dass du mir geraten hast, ist jeden Tag ein Salat. Morgens früh aufstehen. Dieses Zeolit würde ich halt auch weiternehmen, da ich das ich auch irgendwie für die Verdauung, es fühlt sich auch viel besser an, sagen wir so. Und da sind bestimmt viele Sachen noch dabei, die mir jetzt so auf Krampf nicht einfallen, die ich aber weiter übernehmen werde, auch süße Sachen und so, sagen wir die, die kann man theoretisch auch ganz weglassen sogar, also da wird keiner jetzt sozusagen drunter leiden, wenn er die weglassen würde und ja. Du hast noch ein Symptom, eine Krankheit oder ein Problem, was sich durch die Kur noch gelöst hat, ich weiß nicht mehr was mal, du hattest es mir erzählt. Ich hatte Pickel, also das war wegen der Arganölcreme, die auf jeden Fall auch auf jeden Fall sehr geholfen hat und zwar, ich hatte hier an der Seite rote Pickel. Die sind gar nicht weggegangen. Wie lange hast du die schon? Boah, ich glaube 1,5 Jahr, 2 Jahre so. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin deswegen nicht zum Arzt gegangen, weil es ist halt nicht so, wie soll ich sagen, es ist halt nicht so aufgefallen und dann war es mir auch theoretisch auch so, sagen wir mal, egal. Und dann habe ich die Creme benutzt, ich habe die auch für Gesicht benutzt, nicht nur für die Haare. Und auf einmal, ich habe bemerkt, ey, hier die Pickel sind weg. Ich habe auch dazu ein Foto also das kann ich dir dann auch zeigen. Der rote Pickel hier und auf der Seite, die sind dann komplett weggegangen. Ich habe diese Creme auch einem Freund gegeben, der hat mir dann auch gesagt, also wenn der Pickel hat, er tut es drauf und die Pickel sind sogar schon nach 1 oder 2 Tagen ganz weg. Ja. So. Also das ist echt krass, ja. Das muss man sagen. Fantastisch. Ihr seht, die Kur besteht noch aus vielen Sachen, wie zum Beispiel in einer Seife, die allein schon die allein schon das Haarwachstum anregen kann. Die Kur ist so vielfältig wie das Leben selbst. Ich hoffe, ihr lasst euch drauf ein, seht die lebendigen Beispiele, schaut euch unbedingt nochmal die Playlist hier drunter an, wo ich alle anderen Testimonials, also Menschen verlinkt habe, die ähnliche Effekte hatten, wo die Haare nachgewachsen sind, die sich transformiert haben, die ihre Geschichte erzählen. Und danke dir nochmal für deine Expertise, Moritz. Ja, gerne. Vor allen Dingen möchte ich noch sagen, seht die ganze Sache als Gelegenheit. Hier jetzt erst ein wunderbares Beispiel, nach 3 Monaten solche Effekte zu haben, aus dem Körper selbst heraus. Ja? Ihr müsst ja immer denken, diese Haarplantransplantation ist zwar eine Operation, ihr habt direkt wieder neue Haare, die Frage ist aber, wie lange und wie beständig. Deswegen würde ich mir überlegen, wenn ich jetzt dieses Problem habe, aber jetzt davor stehe und sage, nee, auf meinen Zucker kann ich aber nicht verzichten und auf das kann ich nicht verzichten, lasst euch erstmal einen Monat komplett darauf ein, danach werdet ihr schon super Effekte haben und danach einfach nur... Und danach einfach das integrieren, was ihr für euch noch mitnehmen könnt und so gut es geht. Und dann werdet ihr auch weiterhin deutsche Effekte haben. Und ich glaube, wenn der Gulca das jetzt hier einfach so nochmal ein Jahr nur annähernd so weiterführt, weißt du, vielleicht auch ab und zu nochmal Nudeln isst oder was weiß ich, was er gerne möchte, scheißegal, dann wird er trotzdem, wenn er nur diese Sachen weiternimmt und einen einigermaßen gesunden Lebensstil mit einmal am Tag einen Salat, einfach eine gewisse Routine, eine Gelegenheit, also aus der Gelegenheit hier was rausnehmen, nicht unbedingt alles, ist nicht zwangsläufig, es muss nicht alles sein. Und dann wird man nach einem Jahr wieder komplett volles Haar haben. Er wird aussehen wie Elvis Presley. Ganz genau. Also tatsächlich ist es so, adaptiert einige Sachen daraus. Wenn ihr bei mir in die Beratung kommt, können wir auch manche Sachen, die euch jetzt so wichtig sind, noch integrieren für eine gewisse Zeit, wenn wir andere Sachen abspecken. Das ist halt der Vorzug an einer individualisierten Beratung. Ansonsten alles, alles Gute. Vielen Dank dir nochmal. Eine Sache würde ich noch gerne sagen, und zwar an die Leute, die das Video jetzt sehen. Sagen wir mal so, ihr habt wirklich Glück und das ist ein Geschenk für euch, dass ihr dieses Video gerade seht, denn Ärzte oder so werden euch bei dieser Sache, ich bin mir zu 99% sicher, nicht helfen können. Das, was die Ärzte euch sagen, also die haben ja auch gesagt, mach das da drauf oder mach das da drauf und das wird dann auch nicht so viel bringen und deswegen, ihr habt gerade Glück, dass ihr dieses Video seht. Ich würde euch am besten empfehlen, ihr kommt direkt zum David. Dann habt ihr direkt Kontakt, eine Ansprechperson. Und selbst wenn ihr an meinen Bildern nicht entnehmen könnt, haben seine Haare sich verbessert oder nicht, was ich auf jeden Fall sagen kann,
Die Haare haben auf jeden Fall aufgehört auszufallen und es sind Haare dazu gekommen. Vielleicht sind die auf den Bildern nicht so zu sehen, aber mit dem bloßen Auge kann man das auf jeden Fall sehen. Und deshalb würde ich euch ans Herz legen, wirklich vorbeizukommen. Ihr habt gerade Glück und ihr solltet das auch ausnutzen. Wunderbar. Und das kann ich nur mit einem letzten abschließenden Satz sagen. Wir sind natürliche Wesen. Wir kommen aus der Natur. Wir brauchen natürliche Lebensmittel wie Gesteinsmehle, Vulkangesteine, Algen etc. Und wir sind die einzige Kur auf dem Markt. Ich habe jetzt den Haarmarkt seit mehreren Jahren studiert. Die einzige Kur, die rein mit Pflanzen, mit vollwertigen Pflanzen arbeitet. Alles andere müsst ihr euch hinterfragen, ob das wirklich eurem Wesen entspricht. Und in diesem Sinne, alles, alles Gute. Bis zur nächsten Sendung. Euer Mr. Raw. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rocosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit. Denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.